Satranç kitabımızın dördüncü bölümüne devam ediyoruz. Başlığımız defremde. Yabancı. Defremde. Das Remi gegen den Weltmeister hat uns alle begeistert. Das Remi. Beraberlik. Gegen den Weltmeister. Dünya şampiyonuna karşı. Beraberlik. Hat uns alle begeistert. Hepimizi büyüledi. Dünya şampiyonuna karşı edindiğimiz o beraberlik be hepimizi büyüledi. Das Remi gegen den Weltmeister hat uns alle begeistert. Der Hochmut von Centovic ist wirklich ärgerlich und hat unsere Gruppe verwandelt. Der Hochmut, Hochmut, Gurur, Kibir, o yüksek Hochmut, äh, Cesaret, yani Kibir, gurur kimin von gururu Guru kibri istvekliği wirklich geç Ger gerçekten de can sıkıcı sinir bozucu ergelik on hat unsere gruppe verwandelt ve bizim grubumuzu dönüştürdü değiştirdi am anfang der fahrt waren wir ruhige und friedliche passagiere jetzt wollen wir kämpfen wir sind aggressiv Am Anfang der Fahrt, yolculuğun başında, wan wie ruhig und friedliche Passagiere. Sakin, sessiz, sakin ve barışçıl, friedlich, barışçıl, huzurlu, aynı zamanda sessiz, sakin de yolcular idik. Yolculuğun başında. Jetzt wollen wir kämpfen şimdi savaşmak istiyoruz. We agresif aggressiv şimdi agresifiz. Der Rivale Centovic muss verlieren. Rakib Der Hochmut von Centovic ist wirklich ärgerlich und hat unsere Gruppe verwandelt. Am Anfang der Fahrt waren wir ruhige und friedliche Passagiere. Jetzt wollen wir kämpfen. Wir sind aggressiv. Der Rivale Centovic muss verlieren. Und welche große Sensation, wenn er auf unserem Schiff vielleicht sogar seinen Titel verliert. Und welche große Sensation, wenn nasıl bir sensation, yani heyecan verici bir olay olur. Ne zaman? Wenn er auf unserem Schiff, bizim gemimizde, vielleicht, belki de sogar seinen Titel verliert. Belki, o unvanını bile kaybederse ne kadar büyük bir sansasyon olur. Und welche große Sensation, wenn er auf unserem Schiff vielleicht sogar seinen Titel verliert. Nicht nur diese Herausforderung fasziniert uns. Sadece bu meydan okuma bizi nicht nur diese herausforderung nicht nur diese herausforderung fasziniert uns auch der blasse fremde ist ein rätsel das wir lösen wollen auch der blasse fremde o soluk yabancı bir bulmacadır rätsel das wir lösen wollen çözmek istediğimiz bulmaca auch der blasse Fremde ist ein Rätsel, das wir lösen wollen. Dieser Herr hat vielleicht Angst. Er ist sehr bescheiden. Ganz anders als der selbstsichere Weltmeister. Dieser Herr, Boubé Fende, Boubé, hat vielleicht Angst. Belki Er ist sehr bescheiden. Ochok mütevazi, Ganz anders. Als der selbstsichere Weltmeister. Oh, kennt ihn denn Emil, Oland, çok Champion und Ganz anders als der selbstsichere Weltmeister. Özgüvenli, selbstsicher. Kennt ihn denn Emil, Dieser Herr hat vielleicht Angst. Er ist sehr bescheiden, ganz anders als der selbstsichere Weltmeister. Ist er auch ein Schachgenie? oder bir satranç dahisi mi? Warum ist er so scheu? O neder bu kadar çekingen? Scheu, çekingen. Ama eins wissen wir. Ama bir şeyi biliyoruz. Er soll noch einmal gegen Mirko Centovic spielen. O tekrar bir kez daha Mirko Centoviće karşı oynaması gerekli, oynamalı. Tekrar Mirko karşı Er soll noch einmal gegen Mirko Centovic spielen. Man erzählt uns, dass er ein Österreicher ist und ich als Österreicher soll ihn um dieses Treffen bitten. Man erzählt uns, wie er dass er ein Österreicher ist und bir Avusturyalı olduğu bize anlatılır. On ich als Österreicher ve ben Avusturyalı olarak soll ihn um dieses Treffen bitten. Onu bu buluşmaya buluşmak için rica etmem gerekir. O Avusturyalı, ben de Avusturyalıyım ve bu yüzden ben ondan bu buluşma için, bu karşılaşma için rica etmem gerekir. Man erzählt uns, dass er ein Österreicher ist und ich als Österreicher soll ihn um dieses Treffen bitten. Auf dem Deck sehe ich unseren Retter sitzen und lesen. Auf dem Deck, Gewertese, sehe ich unseren Retter sitzen, bizim, Kurtarici, otur, du, bizim Kurtarici oturduğunu görüyorum und lesen ve okuduğunu görüyorum. Auf dem Deck sehe ich unseren Retter sitzen und lesen. Ich schaue ihn mir gut an. Ben ona çok iyi yani onu çok iyi Ich schaue ihn mir gut an. Sein Kopf sieht müde aus und wieder bemerke ich seine blasse Haut. Sein Kopf und Basçık kafası sieht müde aus. Çok und wer, wieder bemerke ich, wer teklar farke diurum, nähe seine blasse Haut. Und nun, soluk tenene. Sein Kopf sieht müde aus und wieder bemerke ich seine blasse Haut. Auch sein Haar ist weiß, aber das Gesicht ist jung. Und nun, da Ama, aber das Gesicht, jüse, ist jung auch sein haar ist weiß aber das gesicht ist jung ist er plötzlich alt geworden ob wir denn ist er plötzlich alt geworden wie ist das möglich Münken. ich gehe zu ihm und er steht sofort auf begrüßt mich und stellt sich mit seinem namen vor ich gehe zu ihm ben Und er steht sofort auf, begrüßt mich und stellt sich mit seinem Namen vor. Ich gehe zu ihm und er steht sofort auf, begrüßt mich und stellt sich mit seinem Namen vor. Es ist der Name einer berühmten alten österreichischen Familie. Es ist der Name einer berühmten alten österreichischen Familie. O isim meşhur eski Avusturyalı bir ailenin ismidir. Es ist der Name einer berühmten alten österreichischen Familie. Dr. B hört meine Bitte, wartet aber lange mit seiner Antwort. Dr. B, Dr. B, hört meine Bitte, benim ricamı dinliyor. Wartet aber lange. Ama çok bekliyor. N mit seine Antwort. Cevabıyla çok bekliyor. Ja gut. İyi. i̇yi. İyi. Tamam iyi. Ich spiele gegen Centovic. Ben Centovic'e karşı oynuyorum. Ich habe nicht gewusst, dass wir gegen diesen Weltmeister ein Remi erreicht haben. Ich habe nicht gewusst beim Bil dass wir gegen diesen Weltmeister dünya Champion ein Remis erreicht haben. Ich habe nicht gewusst, dass wir gegen diesen Weltmeister ein Remis erreicht haben. Aber sagen Sie Ihren Freunden, dass ich nicht gut Schach spielen kann. Aber ama sagen Sie ihren Freunden dass ich nicht gut Schach spielen kann benim çok iyi satranç oynayamadığımı söyleyin Aber sagen Sie ihren Freunden dass ich nicht gut Schach spielen kann Seine Reaktion ist merkwürdig Onun merkwürdig seine Reaktion ist merkwürdig Warum spricht er so? Neden o böyle konuşuyor? Ich weiß nicht, ob ich alle Regeln des Schachspiels kenne. Ich weiß nicht, bilmiyorum, ob ich alle tüm kuralları, neyin kuralları? De Schachspiel, satranç oyununun kurallarının hepsini biliyor mu veyahut bildiğimi bilmiyorum. Tanıdığımı bilmiyorum. Ich weiß nicht, ob ich alle Regeln des Schachspiels kenne tüm satranç kurallarını bildiğimi düşündüğüm yani bildiğimi tanıdığımı bilmiyorum. Zaten ich schüleva ziehe ich keine schachfigur Öğrenci olduğumdan beri ziehe ich keine schachfigur mehr. Daha o zamandan beri, öğrenci olduğumdan beri hiçbir satranç taşını çekmiyorum da yani. Hamle yapmıyorum da Aynı şah yani bir satranç taşıyla Haben Ja, Seit ich Schüler war, ziehe ich keine Schachfigur mehr. Dann haben Sie viel in der Theorie Schach gespielt. O siz teoride çok satranç oynadınız. Dann haben Sie viel in der Theorie Schach gespielt. dr B lächelt wie im Traum und antwortet sicher. dr B gülmşiyor. Rüyada gibi lächelt wie im Traum und antwortet sicher, Emin bir şekilde cevap veriyor. Sicher, Emin. Dr. B. lächelt wie im Traum und antwortet sicher. Weiß Gott, das kann man wohl sagen, dass ich mich mit Schach viel beschäftigt habe. Weiß Gott, dann das kann man wohl sagen, dass ich mich mit Schach viel beschäftigt habe. Benim Satrançla çok meşgul olduğumu olduğum denilebilir. Yani uğraştığım bir şeftik, mit şah, mit film, mit şah bir Satrançla çok uğraştığımı meşgul olduğum denilebilir. Scott, das kann man wohl sagen, dass ich mich mit Schach viel beschäftigt habe. Es ist eine komplizierte Geschichte. O karışık karmaşık kompliziert, es ist eine komplizierte Geschichte. Wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, Sie sind, wenn Sie eine halbe Stunde Zeit haben, ich setze mich neben den mysteriösen Österreicher und er beginnt zu erzählen. Ich setze mich neben den mysteriösen Österreicher, Ben O. Gizemli Avusturyalı'nın yanına oturuyorum. Und er beginnt zu erzählen. Ve o başlıyor. Ne? Anlatmaya er başlıyor. Er beginnt zu erzählen. Ich setze mich neben den mysteriösen Österreicher und er beginnt zu erzählen. Mit meinem Vater habe ich eine Kanzlei in Wien geleitet. Mit meinem Vater. Babamla beraber habe ich eine Kanzlei in Wien geleitet. Wiener da bir leiten, Kanzlei, jasane Büro. Mit meinem Vater habe ich eine Kanzlei in Wien geleitet. Wir haben viel Geld verwaltet, von großen Klöstern und von einigen Personen aus der kaiserlichen Familie. Wir haben viel Geld verwaltet, bis çok para yönetik, Fevaletini yönetmek. La etni, fevaletini. de yönetmek anlamında. Bir ham fiil gel Biz çok para yönettik. Von kimden? Kimin parasını? Von großen Klöster'den. Büyük manastırların parasını. Kloster manastır. Und von einigen Personen ve bazı şahısların nereden? Aus der Kaiserlichen Familie. Kaiser ailesin, ailesinin ailesinin Wir haben viel Geld verwaltet von großen Klöstern und von einigen Personen aus der kaiserlichen Familie. Wir hatten seit zwei Generationen optimale Verbindungen zum Hof und zum Klerus. Wir hatten seit zwei Generationen bis Iki Generation Bere optimale Verbindungen optimal balantlariane. en iyi bağlantılarımız vardı. İki jenerasyondan beri nereye? Tumhuf. Saraya. Huf saray. Burada saray anlamında. Kayser ailesinden bahsetti ya. Ve nereye? Unsum Kleus. Kleus da ruhban sınıfı. Ruhban sınıfı. Yani manastır dedi. Tabii ki kilise de olabilir. İyi bağlantılarımız vardı. Optimal bağlantılarımız vardı buraya. Wir hatten seit zwei optimale Verbindung zum Hof und zum Klerus. Unsere Kanzlei konnte von ihrer Diskretion und ihrer stillen aber exzellenten Arbeit gut leben. Unsere Kanzlei bis konnte von ihrer Diskretion oh, Giselin denn! und ihre stillen wir onların sessiz ama excellenten ama mükemmel Arbeit işinden gut leben iyi yaşıyordu iyi yaşayabiliyordu Comte von ihrer Diskretion und ihrer stillen aber excellenten Arbeit gut leben bizim yazarımız onların gizliliği sessizliği ama mükemmel işinden iyi yaşıyordu iyi yaşayabiliyordu Comte Als aber Hitler in Deutschland an die Macht kommt, will er das Vermögen des Klerus. Als aber Hitler in Deutschland an die Macht kommt, Hitler aber da, iktidara geldinde, geldinde, als aber Hitler in Deutschland an die Macht kommt, will er das Vermögen des Klerus. O Klerusun! Yani o ruhban sınıfının yani kilise manastırın servetini istiyor. Malını, mülkünü, varlığını istiyor. İktidara gelince, wenn er an die Macht kommt. Als aber Hitler in Deutschland an die Macht kommt, will er das Vermögen des Klerus. Außerdem sind seine schlimmsten Feinde die Monarchisten in Österreich. Außerdem bunun dışında sind seine Feinde onun en kötü düşmanları die o monarşistler. Yani o krallar, kaiserler. Nerede? In Österreich, Avusturya'da. Onlar en büyük düşmanı. Außerdem sind seine schlimmsten Feinde die Monarchisten in Österreich. Seine Geschichte wird immer interessanter. Onun hikayesi gittikçe daha da ilginç oluyor. Emma interessanter. Seine Geschichte wird immer interessanter. Ich höre Dr. B neugierig zu. Ben Dr. B'yi meraklı bir şekilde dinliyorum. Ich höre Dr. B neugierig zu. Auch aus Deutschland will plötzlich der Klerus mit uns arbeiten, denn er hat vor Hitler Angst. Auch aus Deutschland Almanya'dan da will plötzlich istiyor aniden birden der Klerus, ruhban sınıfı ne istiyor mit uns arbeiten, bizimle çalışmak istiyor. Neden? Denn er hat, çünkü o Klerus, ruhban sınıfı er hat vor Hitler Angst, Hitler'den korkuyor. Auch aus Deutschland will plötzlich der Klerus mit uns arbeiten, denn er hat vor Hitler Angst. Hitler will der Kirche ihr Vermögen wegnehmen und ihre Geldverwalter furchtbar bestrafen. Hitler will der Kirche ihr Vermögen wegnehmen. Hitler will, der ihr wegnehmen. Hitler will die der wegnehmen. Und ihre Geldverwalter will nun furchtbar bestrafen. Hitler will der Kirche ihr Vermögen wegnehmen und ihre Geldverwalter furchtbar bestrafen. Meine Kanzlei ist also ein direkter Feind der Nationalsozialisten. Meine Kanzlei... Benim yazıhanem ist also ein direkter Feind. Böylelikle doğrudan bir düşmandır. Kimin düşmanı? De Nationalsozialisten. O nasyonal sosyalistlerin düşmanı. Doğrudan. Meine Kanzlei ist also ein direkter Feind der Nationalsozialisten. Yani Nazilerin. Sie arbeiten mit den einfachen Menschen. Sie arbeiten, mit den einfachen Menschen. Sie arbeiten mit den einfachen Menschen. Ich erkläre das besser. Ich erkläre das besser. Sehen Sie, die Nazis können eine Legion von Armen, Frustrierten, von Menschen benutzen, die im Leben nichts mehr haben und die im Nationalsozialismus eine Chance sehen. Sehen Sie, backen Die Nazis und Naziler können eine Legion von armen, frustrierten von Menschen benutzen. Bir o oh, naziler bir legion von Armen, frustrierten, yani ja, ne? fakir veya bezginlerden, frustriyeti bezgin insanlardan yani hayatında bezmiş insanlar. Başka fon menç o insanlardan kullanabilir. Lejyon olarak bu insanları kullanabilir. Diyim leyim nichts Hayatında daha hiçbir şey kalmayan, olmayan insanları. Und diyim nasyonal sosyalizmus ve o nasyonal sosyalizmde Aynı şans bir şans gören insanları kullanabilir. Yani hayatına bezmiş o galiban, e, zavallı insanları kullanıp, yani hayatında daha hiçbir şey kalmayan ve o nasyonal sosyalizmde bir şans gören insanlardan bir lejyon kurabilir. Sehen Sie, die Nazis können eine Legion von armen, frustrierten von Menschen benutzen, die im Leben nichts mehr haben und die im Nationalsozialismus eine Chance sehen. Diese Menschen sind für die Nazis wie Soldaten im Alltag, in den Routinesituationen im Leben. Diese Menschen, Buinsanlar, sind für die Nazis, oder Nazilericen, wie Soldaten, askerler gibidir, im Alltag, günlük hayatta. in den rutine situation im leben. O rutin durumlarda, hayattaki rutin durumlarda askerler gibidir. Diese Menschen sind für die Nazis wie Soldaten im Alltag in den rutine situation im leben. Sie sind sogenannte Zellen, also Spione in allen Büros, in allen Firmen, auch bei uns. Sie sind sogenannte Zellen. Onlar, o denilen hücreler idir. Hücrelerdir. Ayzuşpiyonu yani casuslar in al bigus tüm ofislerdeki bürolardaki casuslar in al tüm şirketteki casuslardır. O hücreler, o hücreler denilen ispiyonlar. Sie sind sogenannte Zellen, also Spione in allen Büros, in allen Firmen. Auch bei uns. Bis dede. Was passiert dann? oluyor. Was hat dr b mit Hitler zu tun? Dr. B. Hitler Nala Kasseval. Was hat Dr. B mit Hitler zu tun? Wie gefährlich ist seine Arbeit geworden? und Wie gefährlich ist seine Arbeit geworden? Ich habe einem unwichtigen Mann in unserer Kanzlei Arbeit gegeben. Ich habe einem unwichtigen Mann, wenn önemsiz unwichtig, önemsiz bir adama in unserer Kanzlei bis im Arbeit gegeben. Ich werde, ben ich habe einem unwichtigen Mann in unserer Kanzlei Arbeit gegeben. Ein Pfarrer, Ein Pfarrer hat mich gebeten. Ein Pfarrer hat mich gebeten. Doch dieser Mann wird bald zum nationalsozialistischen Spion. Doch dieser Mann, aber Adam wird bald, ja olur zum nationalsozialistischen Spion. Nationalsozialismus olur ja Doch dieser Mann wird bald zum nationalsozialistischen Spion. Ich war immer sehr vorsichtig. Ben Helsemann da immer çok Ich war immer sehr vorsichtig. Er durfte nur sehr einfache ja dumme Arbeiten machen er durfte nur sehr einfach basit er durfte nur sehr einfache ja dumme Arbeiten machen von unseren Kontakten zum Klerus und zu den Monarchisten sollte er nichts wissen von unseren Kontakten, bizim bağlantılarımızdan kimle? Zum Klerus, Klerus'a yani o ruhban sınıfı bağlantılarımızdan und zu den Monarchisten ve o monarchistlere so er nichts wissen, hiçbir şey bilmemesi gerekiyordu o bağlantılarımızdan. Von unseren Kontakten zum Klerus und zu den Monarchisten sollte er nichts wissen. Trotzdem habe ich wohl irgendwann etwas Falsches getan oder gesagt. Jedenfalls hat der Mann verstanden, dass wir gegen Hitler arbeiten und etwas Wichtiges verstecken wollen. Trotzdem, jene, der habe ich wohl irgendwann etwas Falsches getan. Trotzdem, jene, der Ben, Herr zaman irgendwann etwas Falsches, bir şey getan, japtım, oder gesagt, da dedim. Jedenfalls. Neyse ki hatta man verstanden bu adam anladı. Dass wir gegen Hitler arbeiten, bizim Hitler'e karşı çalıştığımızı anladı. Und etwas wichtiges verstecken wollen ve çok önemli bir şey saklamak istediğimizi anladı. Trotzdem habe ich wohl irgendwann etwas falsches getan oder gesagt. Jedenfalls hat der Mann verstanden, Dass wir gegen Hitler arbeiten und etwas Wichtiges verstecken wollen. Dr. B. wird nervös. Dr. B. Tädilginleşiyor. Er erinnert sich an böse Momente. Er erinnert sich. O hatırlıyor, an böse Momente. Kurz bevor Hitler Österreich anschließt und in Wien einmarschiert. nemlich SS Leute fest. Kurz bevor Hitler Österreich anschließt. Yani Hitler'in Avusturya'yı ilhak etmeden çok kısa bir zaman önce kurz before anschließen bağlamak, eklemek. Burada e, tabi ki Almanya'ya bağlı bağ, bağlamak istiyor. Ve burada ilhak etmek diyelim buna, tercüme edelim kurz bevor Hitler Österreich anschließt und in Wien einmarschiert, wie Wiener gir, girmesi, einmarschieren, girmek, ve istila, işgal etmek, nehmen SS-Leute fest. Beni SS insanları, yani SS kişileri tutukluyor. Festnehmen, tutuklamak, SS, Schutzstaffel, o SS -Leute. Erinnert mich, erinnert sich an böse Momente, kurz bevor Hitler Österreich anschließt und in Wien einmarschiert, nehmen mich SS-Leute fest. Die Gestapo hat unsere Arbeit schon lange kontrolliert und ihre Analysen zeigen ihr, dass ich für die Nazis ein Feind bin. und einen Feind müssen die Nazis zerstören. Die Gestapo. Evet, Gestapo da gizli devlet polisi. O zaman Hitler zamanında. Die Gestapo hat unsere Arbeit schon lange kontrolliert. Bizim işimizi çoktan kontrol etti. Hat unsere Arbeit schon lange kontrolliert. Und ihre Analysen zeigen ihr ve onların analizleri ona onları gösteriyorlar. Die Gestapo'ya ne gösteriyor? Dass ich für die Nazis ein Feind bin. Benim Naziler için bir düşman olduğumu gösteriyor onların analizleri. Und ein Feind müssen die Nazis zerstören ve bir düşmanı Naziler yok etmeli. Yani yıkmalı, yıkıp yok etmeli, zerstören. Die Gestapo hat unsere Arbeit schon lange kontrolliert und ihre Analysen zeigen ihr, dass ich für die nazis ein feind bin und einen feind müssen die nazis zerstören ich schaffe es knapp die wichtigsten dokumente zu verbrennen oder an die besitzer zurückzuschicken ich schaffe es knapp ja knapp als und dar dar kütt Burada şafın ile bağlantılı olunca es esknap zar zor başarıyorum. es esknap zar zor başarıyorum. Neyi? Die wichtigsten Dokumente zu verbrennen. O en önemli dokümanları yakmayı zar zor başarıyorum. Ya da o da an die Besitzer zurückzuschicken. Ya da sahiplerine geri göndermeyi zar zor başarıyorum. Ich schaffe es knapp, die wichtigsten Dokumente zu verbrennen oder an die Besitzer zurückzuschicken. Anderes Material schicke ich in letzter Minute einem Onkel, dann bin ich gefangen. Anderes Material, ja, ein Baschka-Material schicke ich in letzter Minute in son son kime einem Onkel. Bir amca, bir Dan bin ich gefangen. Sonra ben tutukluyum. Hapsolunmuşum. Tutukluyum. Gefangen. Anderes Material schicke ich in letzter Minute einem Onkel. Dan bin ich gefangen. Dr. B. unterbricht seine Erzählung. Dr. B. anlatımını kesiyor. Unterbrechen. Kesmek. Yarıda kesmek. Veya bir ara vermek. Unterbrechen. Ara vermek. Sözünü kesmek. Dr. B. unterbricht seine Erzählung. Er sich eine Zigarre an. O kendisine bir piro yakıyor. Bir piro yakıyor. Zigarre. Er sich eine Zigarre an. An seinem Mund sehe ich regelmäßig eine sehr schnelle Bewegung. An seinem Mund, ağzında, dudağında sehe ich regelmäßig, düzenli olarak görüyorum, ne görüyorum? Eine sehr schnelle Bewegung. Çok hızlı bir hareket görüyorum. An seinem Mund sehe ich regelmäßig eine sehr schnelle Bewegung. Der blasse Mann wird sehr unruhig. Oh, soluk Adam, der blasse Mann wird sehr unruhig. Çok tedirgin unruhig. Der blasse Mann wird sehr unruhig. Er ist ein merkwürdiger Mensch. Oh, auf bir insan, merkwürdig, auf. Glauben Sie nicht, dass ich in ein Konzentrationslager gekommen bin. Glauben Sie nicht, inanmıyorsunuz, dass ich in ein Konzentrationslager gekommen bin? Benim bir toplama kampına geldiğimi, götürüldüğümü inanmıyor musunuz? Glauben Sie nicht, dass ich in ein Konzentrationslager gekommen bin? Konzentrationslager, toplama kampı. Wie viele Menschen leiden jetzt dort in Baracken? Man foltert sie und tötet sie wie Tiere. Wie viele Menschen, ne kadar çok insan leiden jetzt? Acı görüyor, eziyet görüyor şimdi, jetzt, dort, orada. Ne, ne, neyin içinde? In Baracken, barakalarda. Man foltert sie. İşkence ediliyor onlara. Und tötet sie ve öldürülüyor onlar. Ne gibi? Vitire. Hayvanlar gibi öldürülüyor. wie viele Menschen leiden jetzt dort in baracken man foltert sie und tötet sie wie Tiere Foltern ich scan ich habe dagegen zu einer sehr kleinen Gruppe von Personen gehört aus denen die nationalsozialisten Geld und wichtige Informationen herauspressen wollten ich habe dagegen... ben buna rağmen buna karşı zu einer sehr kleinen Gruppe çok küçük bir gruba von Person şahısların oluştuğu gruba gehört ait idim. Ben çok küçük bir gruba aittim. Buna karşın. Aus denen die Nationalsozialisten Geld und wichtige Informationen herauspressen wollten. O Nasyonal Sosyalistlerin bu gruptan para ve önemli Bilgiler die sie erzeugen wollen, also die herauspressen Ich habe dagegen zu einer sehr kleinen Gruppe von Personen gehört, aus denen die Nationalsozialisten Geld und wichtige Informationen herauspressen wollten. Herauspressen, Sukarak erzeugen. Die Nazis denken, Nazi Wer weiß, wo noch Geld vom Klerus ist? Der weiß auch, wo große Vermögen von unseren Feinden liegen, und der bekommt eine besondere Behandlung. Wer weiß, kim bilirse, wo noch Geld vom Klerus ist, yani o para bilirse, der weiß auch, o bilir, neyi bilir? Başka neyi bilir? Bu gosu nerede büyük varlıkların, servetlerin kimden von feindin, düşmanlarımızın varlıkları, servetleri olduğu, yattığını da bilir. Und der ve o kişi bekommt eine besondere behandlung ve o kişi und der bekommt alır, ne alır? Eine besondere behandlung, özel bir muamele alır demeyelim, muamele görür diyelim. O, ö, Wer weiß, wo noch Geld vom Klerus ist, der weiß auch, wo große Vermögen von unseren Feinden liegen. Und der bekommt eine besondere Behandlung. Mormele. So komme ich ins Hotel Metropole, das auch das Hauptquartier der Gestapo ist. Böylece geliyorum nereye? Ins Hotel Metropole. Hotel Metropole geliyorum. Das auch das Hauptquartier der Gestapo ist. Gestapo'nun aynı zamanda merkez binası olan Hotel Metropole geliyorum. So komme ich ins Hotel Metropol, das auch das Hauptquartier der Gestapo ist. Hauptquartier, merkez binası. Wie schon sehr prominente Menschen vor mir, habe auch Estes scheinbare Glück Gast in einem Hotel zu sein. Wie schon sehr prominente Menschen vor mir. Çok ünlü insanlar gibi benden önce çok ünlü insanlar gibi habe auch ich das scheinbare Glück. Benim de o görünür şans. Bende de o görünür şans var. Nedir o şans? Gast in einem Hotel zu sein. Bir otelde misafir olmak. o de Hotel olarak Wie schon sehr prominente Menschen vor mir, habe auch ich das scheinbare Glück, Gast in einem Hotel zu sein. Aber ein eigenes Zimmer als Gefangener ist keine humane, sondern eine raffinierte Methode, um einen Menschen langsam zu töten. Aber ein eigenes, aygınısma ama kendine has bir oda als gefangene bir tutuklu olarak es keine humane insancıl değil zondan aksine aynı rafiniyetli metode kurnaz bir metottur rafiniyet yani akıllıca mahirane ustaca ve işte kurnaz da aynı zamanda kurnaz bir metottur um einen menschen langsam zu töten bir insanı yavaşça öldürmek için Aber ein eigenes Zimmer als Gefangener ist keine humane, sondern eine raffinierte Methode, um einen Menschen langsam zu töten. Die Tortur heißt Isolierung. Die Tortur, Folter, ich kenne es jetzt, Tortur, einsamander, Folter, heißt Isolierung. Oh, ich kenne ich kenne den Isolation nur, Isolierung, Isolation. Ich werde nicht geschlagen. Mir passiert direkt nichts. Ich werde nicht geschlagen. Mir passiert nicht direkt nichts. Ich werde nicht geschlagen. Mir passiert direkt nichts. Aber auf mich drückt jetzt im Hotel das nichts. Die Leere, das Vakuum. aber auf mich, ama benim üzerime drück jetzt im Hotel. Das nichts. O hiçlik, oteldeki hiçlik şimdi üzerime baskı yapıyor. Drück auf mich. Aber auf mich drück jetzt im Hotel das nichts. Die Leere, o boşluk, hiçlik, boşluk. Das Vakuum. O yine burada bir boşluk, o boş oda. Üzerime baskı yapıyor. Aber auf mich drückt jetzt im Hotel das Nichts, die Leere, das Vakuum. Die Erzählung von Dr. B. wird schrecklich. Die Erzählung O anderem Dr. B. anlatımı korkunç oluyor, schrecklich. Das Zimmer ist abgeschlossen. Oder Kilitle, das Zimmer ist abgeschlossen. Ich sehe nur eine Tür, ein Bett, einen Sessel, eine Waschschüssel, ein Fenster mit Gitter, draußen eine Wand. Ich sehe nur eine Tür, ben sadece bir kapı görüyorum. Ein Bett, bir yatak, einen Sessel, bir koltuk, eine Waschschüssel, bir lavabo ve otleyen Waschschüssel. Ein Fenster mit Gitter, demir parmaklı bir pencere görüyorum. Fenster mit Gitter. Draußen eine Wand, dışarıda bir duvar. Ich sehe nur eine Tür, ein Bett, einen Sessel, eine Waschschüssel, ein Fenster mit Gitter, draußen eine Wand. Der Wächter darf nichts sagen. Bekci, der Wächter, darf nichts sagen. Hitschbische, Söle, ja, isin Er darf nichts sagen. So höre ich nichts, nur mich selbst. Böylece bu şekilde du Sadige, Sadece mir nur mich selbst. So höre ich nichts, nur mich selbst. Meine Augen, meine Ohren, meine Finger bekommen nichts zu tun. Meine Augen, gözlerim, meine Ohren, kulaklarım, meine Finger, parmaklarım bekommen nichts zu tun. Hiçbir iş verilmiyor bunlara yani hiçbir iş görmüyorlar. Meine Augen, meine Ohren, meine Finger bekommen nichts zu tun. Kein Buch, keine Zeitung, kein Blatt Papier, keinen Stift. Kein Buch, kitap yok. Keine Zeitung, Gazette yok, kein Blatt Papier, bir yaprak yok, keine Stift, Kalem yok. Ich lebe wie ein Taucher im tiefen, dunklen Ozean, der nicht weiß, sieht er noch einmal Land? Ich lebe wie ein Taucher, ben jaschürum bir Dalgitsch gibi, Taucher, Dalgitsch nerede? Im tiefen und derin, derin, dunklen Ozean, derin, Karanlöck, Okeanus da. Der nicht weiß, wir Sieht er noch einmal Land? Oder Birkes da, görecek mi? Land, Kara, Taucher, Dalgic. Ich lebe wie ein Taucher im tiefen, dunklen Ozean. Der nicht weiß, sieht er noch einmal Land? Meine Gedanken gehen immer auf und ab. Benim düşüncelerim meine Gedanken gehen immer auf und ab. Yukarı aşağı inip gidip geliyor. Yani düşüncelerim gidip geliyor. Es gibt nichts Neues von morgens bis abends. Es gibt nichts Neues, hiçbir yenilik yok. Von morgens bis abends, sabahtan akşama kadar. Nichts passiert, hiçbir şey olmuyor. Man wartet, man denkt. İnsan bekliyor, insan düşünüyor. Man wartet, man denkt. Der kopf tut weh, baş ağrıyor. Ama izolasyon, heißt genau das. Ama izolasyon tam demek olarak bu. Alone mit sich selbst. Kendinde yalnız kalmak, kendinde baş başa kalmak, alone mit sich selbst, Gefangen im nichts. Hiçlikte haps olmak hiçlikte tutuklu olmak. Aber izolasyon heißt genau das. Allein mit sich selbst gefangen im Nichts. Evet, dördüncü bölüm burada bitti. İnşallah en kısa zamanda beşinci bölüme devam ediyoruz. Takipte kalın. Allah'a emanet olun.